Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Goodiebox eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich sehe ein bisschen wild aus, ne? Ja, ich hatte eben eine Wollmütze auf meinem Kopf, denn Sammy und ich waren spazieren. Mein Make-up ist von vor 12 Stunden oder so, ist es 7 Uhr abends und ja, heute Morgen habe ich mir das drauf gemacht, aber läuft noch irgendwie. Und ja, heute ist die Goodiebox bei mir eingetroffen. Aktuell kommt bei uns die Post relativ sporadisch, um das mal so zu sagen, weil hier das reinste Schneechaos herrscht und ich habe mich auch eben tatsächlich beim DHL-Boten bedankt und ihm gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dich überhaupt hier durch den ganzen Schnee traust, weil das ist nicht selbstverständlich, ne? Genau. Die Box ist eine dänische Box, die mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Goodiebox-Team. Die kostet regulär 19,95 €, ist eine dänische Box und die ist so ein bisschen extravagant, würde ich mal so sagen. Weil die Marken, die hier drin enthalten sind, die findet man so jetzt nicht in den deutschen Parfümerien oder Drogerien. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spektakulär, was sich hier drin immer so verbirgt. Ja, einfach mal ein bisschen was anderes. Wir haben auch ein wundervolles Design. Also, ne, ich hatte das, als ich meinen Hintergrund noch größer gemacht habe und mich quasi hier kleiner, hat man das auch im Hintergrund gesehen. Ich habe ein komplettes Regal, wo ich mir die ganzen Goodieboxen reinstelle. Und das dann als Regal verwende. Das ist total super. Kann man so Kleinkram gut drin lagern. Und ja, die kommen halt nicht einfach so weg. Finde ich klasse. Genau. Und weil es eine Kooperation ist hier in diesem Video, werde ich für euch auch eine Verlosung machen. Und zwar wird es ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket geben. Das mache ich ja dieses Jahr so. Und ist bislang ganz gut angekommen. Von daher, ne? Mach gerne mit. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und es gibt auch jeden Monat einen Code. Den weiß ich jetzt aktuell leider noch nicht. Blende ich hier aber mal ein. Da bekommst du dann ein Produkt, was hier wahrscheinlich auch gleich drin sein wird. Gratis mit dabei, wenn du die Box abonnierst. Und ja, das finde ich eigentlich ganz nice. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal die Box von außen an. Wir haben Pop the Confetti vorne drauf stehen. Ich musste gerade, mein Freund guckt irgendein Video gerade. Ja, Pop the Confetti. Okay, ja, dann lass das Konfetti springen. Das Ding ist, ja, tatsächlich heute ist der 11.2. Theoretisch wäre jetzt Weiberkarneval, ne? Ja, mein Chef kommt auch aus Köln. Er ist auch ganz traurig. Kann ich nachempfinden. Ich auch. Ich hätte sonst sehr, sehr gerne dieses Jahr Weiberkarneval wieder gefeiert. Aber na. Machst du nichts dran? Geht nicht. Aber dann feiern wir das zu Hause auf unsere Art und Weise und poppen den Konfetti raus. Ja, und keiner sieht's. Egal. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Blick in die Box. Das erste, was wir hier sehen, ist das Produkt, was man gratis mit dabei bekommt. Die muss ich noch ausprobieren. Die habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich noch so viele Tubenmasken offen habe. Durch mein letztes Maskenvideo, was jetzt am Wochenende online kommen wird, genau. La Rosée Mask on Stick. Das ist ein Maskenstick. Und damit fährst du über dein angefeuchtetes Gesicht, kannst es dann auf dein Gesicht geben. Und ja, der soll toll sein. Was soll der denn alles machen? Regenerating Mask. White Clay Sensitive Skin. Okay, also das soll regenerieren. Enthält weißen Lehm und ist für sensible Haut gemacht. Also das hatte ich auch, glaube ich, in dem Unboxing, wo die Box, wo die Maske regulär drin war, schon direkt auch mitgesagt, dass es echt eigentlich eine Maske für mich ist. Die repariert, klärt und macht einen Detox-Effekt. Finde ich total klasse. Und wie gesagt, das Produkt bekommt man gratis mit dabei. Genau, wenn man den Code verwendet, den ich eingeblendet habe. Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich bin, ne? Pop the Confetti, ja, dann Mentau. Ich finde es immer sehr, sehr spektakulär. Wir haben hier tatsächlich auch die Produkte drin stehen mit Beschreibung, die übrigens immer sehr ulkig sind. Also ich denke, ich werde da gleich auch mal reinlunzen. Zuallererst gucken wir aber mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Genau. The Pop the Confetti Box. Entschuldigung. Lasst uns das Konfetti rausholen, die Korken knallen und den Champagner fließen. Denn wir feiern uns, dich und all die starken Frauen, die einzigartige Beauty-Produkte herstellen und innovative Marken etablieren. Unsere Goodiebox diesen Monat ist die pure Essenz der harten Arbeit einiger jener Powerfrauen und ist mit 4 Markenprodukten weiblicher Gründerinnen gefüllt. Das finde ich ja klasse. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.
Inhaltsstoffe überdenken, neue Standards setzen, die Beauty-Industrie revolutionieren. Alle Gründerinnen vereint, dass sie mit den bestehenden Produkten auf dem Markt nicht zufrieden waren und das Gefühl hatten, es besser machen und dabei etwas bewirken zu können. Indem sie die Dinge selbst in die Hand nahmen, erfanden sie originelle, problemlösende Produkte, von denen Frauen profitieren. Das finde ich auch nett, ne? Wirklich. Also quasi von Anwenderin zu Anwenderin. Produkte, die sie auch für ihren eigenen Körper gern verwenden. Jo. Produkte, die auch du jetzt voll und ganz genießen kannst. Also Cheers an alle hart arbeitenden Badass-Ladies da draußen, die aktiv handeln und ihre Träume verfolgen. Läuft, ne? Also hart arbeiten kann ich wirklich sagen, dass ich das mache. Ich habe einen Fulltime-Job, ich mache YouTube, ich habe ein Haus, einen Hund, einen Freund, ein Leben, um das mal so zu sagen. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ja, da kann man wirklich sagen, ich bin eine Badass-Lady. Ja, das ist auch mal ganz, muss man sich auch mal sagen, Leute, ne? Das hört sich manchmal so arrogant an, aber es ist so. Es ist auch wichtig, das mal zu machen. Fühl auch du dich wieder bestärkt darin, dass du deine Ziele ganz unabhängig von deinem Geschlecht erreichen kannst. Klar. Was hat denn meine Lulu damit zu tun, ob ich meine Ziele erreichen kann oder nicht? Das muss ich auch mal an dieser Stelle erwähnen, oder? Alles, was es braucht, sind ein paar Minuten Irrsinn, Tatendrang und der Mut anzufangen. Wenn du jetzt diese Botschaft verinnerlichst, genieß die verdammt guten Produkte und sei dir bewusst, dass sich mit jeder Anwendung ein kleines bisschen von der Willenskraft, dem Mut und dem Bauchgefühl dieser Gründerin auf dich überträgt. Das fühlt sich stark an, oder? Auf so vielen Ebenen, ja. Dein Goodiebox-Team. Anne, Luise, Caro, Kati, Theresa, Hanna, Maximilian, Rena, Sina, Saskia, Dominik, Anders, Frederik, Emilia, Hava, Marita und Anni. Ich glaube, Anni ist neu, oder? Ja. Hier haben die geschrieben, dass die 4 Produkte drin haben, aber es sind 5 Produkte enthalten. Aber gut, das Leben läuft. Vielleicht ist eines davon nicht von einer weiblichen Gründerin, ne? Ist aber nicht schlimm, denn auch Männer dürfen Powerfrauen sein. Ja, im Prinzip schon. Emanzipation läuft. Okay, ja, jetzt habe ich schon eine Weile wieder, wie immer bei diesen Unboxings, erzählt, Power versprüht und würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal in die Box. Wir haben in diesen Boxen das auch so gelöst, dass halt so wenig Verpackungsmaterial wie nötig verwendet wird, ne? Und so wenig wie möglich und so viel wie nötig, genau. Und wir haben hier meistens Full-Size-Produkte drin. Ich glaube eigentlich immer. Ja, meistens. Und halt auch immer einen krassen Wert, ne? Genau, so, Respire, hier kommt direkt so ein Goodie-Code mit dabei, Goodiebox 15, sparst du 15%. Wir hatten da auch schon mal das ein oder andere mit drin, ich glaube sogar ein festes Shampoo hatten wir mit drin und wir hatten auch, glaube ich, mal so eine After-Sun-Lotion drin. Hier sehen wir die Produkte in der Box. Nice. Okay, was bringt mich denn als allererstes an? Das große Moped, komm, das nehmen wir mal, das ist aber echt ein Oschi. Und zwar von eCooking, Normal and Dry Hair. Ich habe normales und trockenes Haar. Repair Shampoo von eCooking, Moisture Complex. Also Feuchtigkeit kann ich wirklich safe gebrauchen. Nicht nur im Gesicht oder auf dem Körper oder sonst irgendwie, sondern tatsächlich auch in meinen Haaren. Ihr seht, wenn ich jetzt gerade, ne, Winter und so, ne, trocken und alles ist furchtbar, ist alles sehr trocken bei mir da auf dem Kopf, ja. Und sehr strohig und, ja, pflege- und feuchtigkeitsbedürftig. Das Kram braucht Liebe und deswegen verwende ich gerne Feuchtigkeitsshampoos. eCooking ist auch wirklich eine gute Marke. Also die haben schon einige Produkte mit in den Boxen drin gehabt. Das, was ich letztens, glaube ich, leer gemacht habe, war ein Fußbaum. Den fand ich toll. Den mochte ich richtig gerne. Dann hatten wir auch schon mal ein Serum mit dabei und was nicht alle. Richtig cool. Tipp for dry and damaged hair. Wet your hair. Mix some multi-oil with the shampoo and wash your hair. Repeat without oil and finish with applying conditioner. Also im Prinzip, wenn du richtig trockene Haare hast, kannst du dir erst ein bisschen was von dem Shampoo nehmen und das mit irgendeinem Öl zusammenmischen. Also hier schreiben wir einfach Multiöl, keine Ahnung. Und damit halt die Haare shampoonieren, das auswaschen und dann nochmal danach nochmal mit dem Shampoo drüber gehen. Klar, Öl im Haar ist immer so eine Sache und danach kannst du dir einen Conditioner reinmachen. Ich kann sowieso empfehlen, wenn man halt diesen frisch vom Friseur-Gefühl-Effekt haben möchte, dann kann man sich tatsächlich auch seine Haare mal zweimal shampoonieren, weil die beim Friseur das ja auch meistens tatsächlich machen. Und da hat man halt dieses extrem gepflegte Gefühl. Da ich mir wirklich jeden Abend die Haare wasche, mache ich das nicht, ne? Aber das kann man machen, wenn man sich zum Beispiel nur alle paar Tage die Haare wäscht oder so, weil das nochmal so ein ganz bestimmtes Gefühl mitgibt. Genau. So, ja, bin ich gespannt drauf. Das ist halt noch vollkommen zu. Und ich rieche nichts raus, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, oh, das riecht nach Rampampam. Fresh Scent of Flowers and Green Leaves, also es riecht nach
Blumen und grünen Blättern. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm an und das ist echt ein fettes Vieh hier. Weiß ich nicht, wie viel hier drin ist. 250 Milliliter ist eigentlich eine normale Größe, ne? Kommt mir aber gerade echt so riesig vor. Keine Ahnung warum. Finde ich aber nice. Ja, komm, dekorative Kosmetik, da mache ich ja jedes Jahr vor allem, jeden Monat ein Full-Face-Schminki, wo ich die ganzen Produkte aus den Boxen sammle und damit dann ein Full-Face mache. Und hier haben wir etwas, was ich als Tool verwenden werde, denn das ist ein Pinsel. Und das ist sogar ein doppelseitiger Pinsel. Und von Nire hatten wir auch schon öfters mal Pinsel mit drin und die finde ich so schön. So richtige Face-Pinsel und, ne, richtig klasse. Ich habe mir tatsächlich schon allein deswegen mal bei Amazon dieses Nire-Pinsel-Set angeguckt, was es da zu kaufen gibt. Naja, egal. Wir haben hier so einen fetten Blendepinsel drin, den du aber wahrscheinlich auch als Concealer-Buffer super verwenden kannst. Ne? Das ist ein recht großer Kopf. Also gefällt mir. Schön rund, relativ fest gebunden und sehr, sehr angenehm weich. Das gefällt mir. Ärgert euch bitte nicht. Ich habe eben gerade erst meine Fingernägel neu lackiert. Deswegen sind da überall drumherum irgendwelche blauen Patzer. Tut mir leid. Das ist halt die Realität, ne? Das ist The Multitasker 113, genau. Und das hier ist halt auch ein Pinsel, den ich super gerne bei meinen normalen Schminkis immer wieder verwende, weil du mit solchen synthetischen, sehr fest und sehr flach gedingsten Viechern, Haaren, super Pigment aufnehmen kannst aus der Palette und dir das dann echt schön und präzise auf dein Auge geben kannst. Vor allem kannst du da auch wirklich Pigment mit übertragen und ja, der Pinsel hält das, aber er gibt das auch ab, weil der halt eine sehr glatte Oberfläche hat. Das finde ich schön und was hier auch ganz nice ist, der geht sehr spitz tatsächlich zu. Ne, das ist nicht so rund oben, sondern sehr, sehr spitz. Das heißt, damit kann ich mir auch extrem gut vorstellen, dass man sich damit tatsächlich, wenn man vorsichtig ist, sogar eine Cut-Crease ziehen könnte. Genau. Ja, und diesen Pinsel werde ich mir jetzt zur Seite legen. Dieses Überziehvieh von dem hier lasse ich jetzt einfach mal ab, weil das geht jetzt gerade nicht mehr drüber. Aber hier packe ich das rein. Wobei, das muss ich gar nicht, ne? Nö, muss ich nicht. Die Verpackung kann weg. Das kommt halt in meine Box. Und das ist das zweite Produkt aus dieser Box. Kommen wir jetzt mal zum dritten. Und das ist das von Respire. Mhm. Respire. Natoyant Visage Naturel Natural Face Wash. Okay, suitable for sensitive skins. Also das ist für sensible Haut geeignet, die ich nun mal habe. Und das scheint eine Gesichtsreinigung zu sein. Ja, Gesichtsreinigung verwende ich aktuell die von Yepoda. Ne? Das ist bei mir jetzt in Anwendung. Das heißt, bis ich die hier verwende, wird es noch ein, zwei Tage dauern. Aber das ist echt so ein festes Teil. Und das war auch in der Sneak Peek drin, was die auf deren Instagram-Profil hatten. Sehr cool. Ja, sieht aus wie so ein Seifenstück. Ist dann aber zur Gesichtsreinigung gedacht. Ne? Dass du, wenn du jetzt nicht unbedingt zum Make-up entfernen, sondern halt, wenn du dann dein Gesicht komplett wäscht. Ne? Genau, wenn du richtig dein Gesicht reinigst und so. Läuft bei dir, Sammy. Ihr seht das nicht, ne? Na, seid froh, er leckt sich gerade an Stellen, da komme ich im Leben nicht dran. Okay, ja. Er riecht übrigens auch richtig gut. Sehr, sehr angenehm. Es ist so ein cremiges, aber leicht blumig, aber natürlich blumiges. Mm, mag ich gerne vom Duft und das werde ich dann auch verwenden. Ich mag ja auch ab und an gerne mal ein festes Shampoo. Da muss ich halt immer aufpassen, dass es mir nicht zu trocken ist, weil ich ja wirklich jeden Tag mir die Haare wasche, weil ich es einfach nicht anders machen kann. Ich fühle mich dann sonst unwohl, ne? Und ja, aus Frankreich kommt das. Dann heißt es Respire oder so. Man weiß es nicht. Okay, ja, schönes Produkt. Dann habe ich hier was drin, da muss ich sofort, aber sofort an Unbox Butterfly Nicole denken, an die liebe Nicole. Denn wir hatten von Mikura mal so eine Maske mit drin, die man für den Popo verwenden kann. Und sie hat sich einfach mal gedacht, ach nö, ich mache mir das auf die Hupis drauf. Und es gibt wohl tatsächlich von Mikura auch eine Dekolleté-Maske. Natural Cream Sheet Mask for the Upper Chest. Okay, ja, läuft. Ne? Also das ist halt einfach für die vordere Brust oder die obere Brust. Und ich glaube, die werde ich mir heute Abend direkt einfach mal machen. Finde ich witzig. Ja klar, ne? Dadurch, wenn, also, mit meinen Minimöppen kann ich ja echt keinen Blumentopf gewinnen. Aber wenn man jetzt etwas größere Hupis hat, dann habe ich gehört, dass es einfach so sein kann, dass man da auch so Falten hat oder wenn man dann halt liegt, zum Beispiel auf der Seite oder so und dass sich dann irgendwie so zusammen und dann hat man da Falten und so. Alles, ne, möglich und das kann dann wahrscheinlich dagegen helfen. Keine Ahnung. Für mich ist es einfach jetzt nur eine pflegende Geschichte, weil Haut habe ich da auch, die auch gerne gepflegt wird. 15 Minuten lässt du das drauf und ist doch nett. Diese luxuriöse Maske für den Bereich, nein, ich will wissen, was die Goodiebox dazu geschrieben hat. Die machen das witziger.
Okay, Dekolleté ist ein raffiniertes französisches Wort für den Bereich direkt über der Brust und wir freuen uns sehr, dir diese doch eher einzigartige Maske vorzustellen. Nur das Beste für deine Brüste. Es ist eine cremebasierte Maske aus 3 Schichten, die vollgepackt ist mit bereichernden Nährstoffen wie Kamelienöl, Sheabutter, Hyaluronsäure und verschiedenen Pflanzenextrakten, die tief in die Haut eindringen. Die innovativen Produkte von Mikura basieren auf Seide und kombinieren asiatische Weisheit mit nordischer Schönheit. Also das Beste aus beiden Welten. Ne? Siehst du, die schreiben das einfach klasse. Das musste ich jetzt vorlesen. Das ist einfach besser als alles, was irgendwelche anderen Marken sich überlegen können. Denn die Goodiebox-Mitarbeiter sind schon ziemlich kreative Köpfe, wenn ich ehrlich sein darf. Und ja, deswegen. Ne? Finde ich cool. Werde ich heute Abend verwenden. Seht ihr dann in meinem nächsten Aufgebrauch-Video, was Ende Februar hochgeladen wird. Genau. So, einen habe ich noch. Und auch das ist eine Marke, die ich durch die Goodiebox schon kennengelernt habe. Ihr seht das, ne? Ganz am Anfang, als ich die Goodiebox ausgepackt habe. Die gibt es seit ungefähr einem Jahr oder ein bisschen länger schon auf dem deutschen Markt. Da habe ich jedes Produkt in die Hand genommen und dachte mir, Alto Belly, was ist das für eine Marke? Kenne ich nicht, ne? Und mittlerweile ist es so, man fühlt sich so ein bisschen schon in diese Welt eingegroovt. Man kennt so ein bisschen schon die Marken, man weiß, wie die so sind. Und das ist alles so dieses Natürliche ist und dieses sehr, sehr Pflegende und dass es einfach gut tut und dann ist es so ein bisschen vertrauter, ne? Deswegen, als würde man quasi eine alte Freundin treffen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ja auch irgendwie in aller Munde, dieses Niacinamid, ne? Das ist jetzt hier ein Niacinamid-Serum mit 50 Millilitern von Yorgobé. Yorgobé hatten wir auch tatsächlich schon öfter dran, ne? Und das müsste auch wirklich so eine nordische Marke sein. Also die habe ich wirklich sonst noch nirgendwo gehört oder gesehen. Und ja, Niacinamid ist wohl Vitamin B3. Niacinamid hat auch die liebe Nathalie Nord Beauty immer mal wieder empfohlen. Aber man sollte es auch, glaube ich, nee, das war Retinol. Retinol sollte man mit Vorsicht verwenden. Niacinamid ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, glaube ich. Oh Gott, ich kann mir das alles echt nicht merken. Ich bin keine Skin-Expertin, ihr merkt das, ne? Aber Nathalie, die hat es drauf, Leute. Ja. Okay, recreates the natural balance of the skin. Ja, also das macht quasi die natürliche Balance der Haut wieder fertig. Reduces the appearance of impurities and... reduces the appearance of impurities. Die reduziert das Auftreten von Unebenheiten and contributes to a fresher and more even skin tone. Okay, das ja, Entschuldigung, Sammy, Frauchen, redet hier die ganze Zeit und du willst einfach nur schlafen, ne? Das unterstützt, damit man einen frischeren und ausgeglichenen Hautton hat. Genau. Ist doch nett. Kommt aus Dänemark, läuft bei ihm, steht hier hinten noch irgendwas auf Deutsch. Da. Für das beste Ergebnis jeden Morgen und Abend auf die saubere Haut auftragen. Ja, Leute, natürlich, ne? Also, bevor man sich irgendwie eine Pflege auf das Gesicht gibt, sollte man sich immer vorher das Gesicht gereinigt haben. Dafür könnte man zum Beispiel von Respire die feste Pflegegeschichte nehmen. Leute, das ist schon eine coole Box gewesen. Ne? Das ist die Goodiebox an sich, die Standardbox, die ja jeden Monat erscheint, so wie diese hier ja, ist halt sehr, sehr pflegelastig. Aber die haben ja für alle 3 Monate, glaube ich, müsste alle 3 Monate sein, die Goodiebox Crush-Version. Die ist ja vollgepackt nur mit dekorativer Kosmetik. Also wenn man halt das vermisst, dass da dekorative Kosmetik halt vermehrt drin ist, dann kann man sich die halt auch noch dazu holen, sage ich mal. Ich fand die klasse. Mir hat sie gut gefallen. Das sind alles Produkte, die mich neugierig machen und wo ich mich drauf freue, die dann auch mal zu verwenden. Und ihr Lieben, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!